In Otzing wurde die ewige Ruhe in den letzten Tagen ein wenig getrübt. Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Gebührensatzung für die Benutzung der gemeindeeigenen Bestattungseinrichtungen um 50% zu erhöhen. Wir haben das Problem, dass wir sehr hohe Lohnnebenkosten haben, Berufsgenossenschaftsgebühren, die ganzen Zusatzversicherungen, auch eben, das ist eine nicht ganz ungefährliche Arbeit. Noch dazu haben wir natürlich bei uns in Otzing die Gegebenheit, dass wir ca. 60% der Gräber mit per Hand erstellen müssen. 330 Euro zahlen die Hinterbliebenen in Otzing für ein herkömmliches Grab. In Plattling müssen da schon 80 Euro mehr auf den Tisch gelegt werden. Grundsätzlich kann sich jeder dort begraben lassen, wo er möchte, unabhängig vom Wohnort. Bürgermeister Schmid fürchtet jedoch keine Friedhofsflucht. Man muss ja ganz klar sagen, wir sind ja sicher ist schon eine große Erhöhung mit fast 50%, aber wir sind ja im Vergleich mit den anderen die Kommunen oder Friedhöfen, sind wir ja eigentlich im Mittelfeld. Trotzdem geht der Trend in der Bevölkerung immer mehr zu alternativen Methoden, darunter auch die Bestattung auf einem Naturfriedhof. Erst 2005 wurde dieser als anerkannte Ruhestätten zugelassen. Die Idee besteht darin, die Urne nicht mehr in einem fest umgrenzten Grabfeld einzusenken, sondern sie in einem Naturgelände zu platzieren, wo zwar ein Name auf den Verstorbenen hinweist, aber keine Grabdenkmäler, kein Grabschmuck und keine gepflegten Wege bereitstehen. Also die Atmosphäre, die sie wünschen, ist naturnah, lebendig, grün, hoffnungsstiftend. Die Kosten für den Erwerb eines solchen Grabes im Grünen sind zwar nicht unbedingt niedriger als bei kommunalen Friedhöfen, trotzdem spricht einiges für eine Bestattung unter Bäumen und neben Felsen. Ich denke, dass mittlerweile schon 10% mindestens dabei sind, die eben weg von dem klassischen Friedhof einen Platz in Natur wollen. Der Grund dafür ist sehr vielfältig, denn ich denke, ein Grund ist, es entfällt jegliche Grabpflege und damit der Aufwand, den man den Nachgeborenen auferlegt. Ebenfalls entscheidend, jeder, egal aus welchem Land und mit welcher Konfession, darf sich seinen persönlichen Baum für die letzte Ruhe aussuchen. Die Zahl der Feuerbestattungen im Krematorium Vilshofen ist seit der Eröffnung 2003 von 1.400 auf jährlich 3.800 gestiegen, also mehr als um das Doppelte. Grundsätzlich ist dieser Weg preiswerter, doch vor allem ökologischer als eine herkömmliche Erdbestattung. Wir haben eine Öko-Aschekapsel bis hin zu den Rückständen und die Technik, die Filtertechnik, die im Nachgang angebracht ist, muss ja die Werte nach der 27. Bundesemissionsschutzverordnung einhalten. Und die ist weit sauberer eigentlich wie eine Erdbestattung. Der Verstorbene wird in einem Sarg in den Ofen geschoben und bei mindestens 850 Grad etwa 90 Minuten verbrannt. Nachdem die übrig gebliebenen Knochen gemahlen sind, bleibt nur die Asche. Identifikationssteine verhindern, dass die Asche verwechselt wird. Somit bleiben neben der herkömmlichen Bestattung doch zahlreiche Alternativen. Aber umsonst wird selbst der Tod nie sein. Auch nicht in Otzing.